Und herzlich willkommen zurück. So, wir haben in der letzten Folge ja ganz fleißig Fahrzeuge ausgetauscht und angepasst. Im Prinzip wollten wir ja gucken, dass wir hier genug Waren produzieren. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt ist hier ein kleiner LKW-Stau. Cool. Also. Stimmt, wir hatten ja jetzt zwei Kohleminen angeschlossen und zwei Eisen, damit wir auf alle Fälle genug Stahl produzieren. Das ist das Problem, wir kriegen nicht genug Stahl wegtransportiert. So, der ist jetzt auf alle Fälle wieder voll. Aber es ist trotzdem nur noch die Hälfte. Okay. Wir werden auf alle Fälle jetzt sofort gleich erstmal eben in diese Linie reingehen. Fahrzeug verwalten. Und nochmal drei hinzufügen. Wir müssen ja ungefähr eine Rate von, keine Ahnung, haben. 300? Ich weiß es nicht. So. Wir haben jetzt eine Rate von 400. Und hier haben wir eine Rate von 191. Okay. Gut. Frage ist, wo kommen auch die Fahrzeuge her? Hier ins Sperrhof. Die da sind, dauert das noch. Wir machen mal eben mal auf schneller, dass die jetzt hier mal schneller ankommen. Wir können jetzt auf alle Fälle mehr produzieren. Wir sehen ja jetzt, Eisen ist total voll. Kohle wird auch langsam voll und es staut sich einfach. Ich habe hier extra. Mehrere Versorger. Es stauen sich hier nur noch die Stahl-LKWs. Ich hoffe, dass die anderen LKWs jetzt mal hier den. So. Okay. Keine Ahnung, wieso die trotzdem noch alle hier den Weg nehmen. Ja, jetzt haben wir quasi eher das Problem, wir kriegen nicht die Kohle nicht schnell genug ran von den beiden hier. Aber das passt erstmal. Gut, nächster Schritt. Ich würde erstmal eben den Zug hier austauschen wollen. Fahrzeug verwalten, zack. Und zwar mit ja, ist jetzt die Frage, theoretisch würde doch das Krokodil reichen. So, jetzt. Können wir aber auch noch die Kapazität etwas erhöhen. Und jetzt meckert er rum, weil kein elektrischer Weg. Dann meist, wir verbessern mal eben erst die Gleise. Werkzeuge. So. Oh, perfekt. Jetzt haben wir hier sogar noch einen elektrischen Zug. Gerade freigeschalten.
Können jetzt auch direkt mal eben hier die Strecke mit. Oh, perfekt ist sogar schon. Ausstatten. Gut. Ey, komm her. So, verwalten. Nicht ersetzen, bearbeiten. Du weg. Welche ist jetzt? Die hier ist jetzt nur 90. 3000. Hier reicht aber vollkommen. Mal haben wir hier gut. Können wir noch. Der war es, ja. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal. So, zack. Kriegt der auf alle Fälle schon deutlich mehr mit. Jetzt müssen wir im Prinzip nur gucken, dass wir hier mehr produziert kriegen, indem wir mehr Plastik. Okay. Wir können auf alle Fälle noch viel mehr Plastik machen. Das heißt, wir müssten. Ich glaube, wir werden auch hier erstmal auf alle Fälle den Zug wechseln. Nur hier nehmen wir die hier. Wir nehmen die 100er, die ist. Zack. Dann können wir sogar noch drei Waggons dran fügen. Nur das Problem, was wir jetzt haben, die produziert hier nicht. Wird hier, die produziert hier einfach nicht genug. Weil wir hier nicht genug wegholen oder weil die nicht produziert halt nicht genug. Aber hier wird schon. Naja, wir produzieren hier schon mehr. Okay, wir müssen hier diese Öldings auch noch anbinden. Gut, dann. Da ist super leck. Was ist denn jetzt? Hallo, hallo. So. Zack. Eine schöne dicke Verbindung. Dann haben wir, wo ist unser Depot hier eigentlich? Hier. Ich habe hier nirgendwo. Hä? Wie habe ich die hier hingekriegt? Ja, so, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder ganz einfach. Noch eine neue Linie machen. Von hier nach hier ist dann Öl 2. Perfekt. Ja. Gut. Hä? Ah, hier. Dann Fahrzeuge kaufen. Den Tanklaster hier. Ey, guck mal, der kann 14. Und zack. Hab ich denn? Ja, habe ich auch. Perfekt. Und schon kann die hier auch quasi. Das heißt, wir können mehr.
Öl machen. Bis jetzt theoretisch. Ich muss ja jetzt erstmal anlaufen, da kommen ja die Fahrzeuge erstmal angerollert. Dann kann, und diese, jetzt ist das Problem, dieser Zug kann 100. 153 mitnehmen. Das heißt, wir müssen diesen Zug ersetzen. So. Elektrisch, den, zack. Dann können wir nämlich auch noch einige Kessel Wagen hinzufügen. Plop. Nochmal 100 mehr Plastik machen. Oh, ganz. Oh, 160er Dampfloks. Okay, und den 50 km/h Bus. Das ist cool. Aber der ist, glaube ich, jetzt noch nicht. So sehe ich, dass wir jetzt wieder alles. Mal, der ist halt nur was schneller. Der ist schneller geworden. Aber das ist noch egal. Wir haben noch keine Buslinien, die Städte verbinden miteinander. Da wäre das vielleicht sinnvoll. Wir müssen erstmal eben. So, und jetzt. So. So müsste. Fahren die da drüber zumindest ab. Der Zug. Müsste die Position gleich hochgehen und dann müsste der Zug hier auch voller werden und dann. Wäre heftig, wie viel die abnehmen, ey. Echt nicht mehr normal. Aber dadurch, dass wir keine Emissionen haben, sind die halt nochmal super gewachsen. Deswegen ist das hier halt in die Höhe geschossen. Die da abnehmen. Jetzt habe ich schon wieder kein Plastik. Mein Metall ist jetzt ewig kein Problem, würde ich behaupten. So. Komm. Komm ab, wenn die in diesem Bereich sind, fangen die an, sich auszubauen. Ich muss man da, ich muss diese Leiste langsam bis nach oben bauen und dann bauen die sich aus. So. Aber wieso können die nicht einfach so fahren? Das hier soll eins. So. Quetschen sich das da alles auf ein Terminal. Wieso fahren die nicht so? Das wäre doch viel einfacher. Nee, wir fahren hier noch einmal so mit dem Pudding.
Ist das denn? Das ist doch Kacke vom Sp Das ist doof vom Spiel gemacht, dass die so blöd da fahren. Alles klar. So. Weil natürlich nicht, wie hoch die Produktion teuer ist. Scheiß nur. Die sind noch nicht ganz, die sind noch nicht leer und hier kommt der nächste Zug mit 233 an. Und die planen auch einen Ausbau. Das ist gut, das heißt, wir produzieren auf alle Fälle mehr Plastik. Komm, ey, hallo, ich will dich haben. Schon voller als sonst, glaube ich. Okay, wir sind zumindest auf 60% schon mal gestiegen. Also, aber hey, es muss ja nicht 100%, habe ich ja hier bei den Sternen auch nicht. Aber ab 80, 90 so eigentlich mein Ziel. Ja, guck mal, das geht weg, wie warm sammeln. Nur noch 100. Vom jetzt sagt er auch schon die Station ist überlastet. Wieso ist die denn? Die ist doch nicht überlastet. Och. Der Zug ist halt einfach noch nicht da. Gibt es eigentlich inzwischen? Es gibt 120er Passagierwagen, sehe ich hier gerade. Wie cool ist das denn? Aber noch keine 120. E-Lok. Dum, dum, dum. Oh, hier sehe ich gerade sehr schlecht. Wir wollen. So. Und der hat vorhin rumgemeckert. Mehrere Linien. So, hier sehr schlecht. Bus. Und hier auch Bus. Immer diese Buslinien. So, und die alte und die Eisenlinie. So, bitte. Bus 3 Hof. Also durch höheren Unterhalt kosten die uns zwar mehr, aber der Zustand bleibt bei mittelmäßig. Und vor allem, wir haben 1 Milliarde inzwischen. Haben da angeblich Einnahmen von 30 Millionen steigend. Und wir sind im zweiten Monat. Jetzt gerade in den dritten gekommen. Da bin ich der Meinung, wir können uns das mehr als gut leisten. So. Und wieder auf 50% gefallen. Ich krieg die Krise. Hä? Okay. Kommt auf alle Fälle mehr Plastik an als vorher, aber immer noch nicht genug. Ich glaube, ich baue ein Ausweichgleis und lasse da zwei Züge fahren. Dö-dö. Das mache ich jetzt einfach so. Hochgeschwindigkeit. Nee, das hier. Überleitung. Dass ich einfach ab hier. Was hier schon für eine Bahntrasse liegt heftig. Okay, das müsste eigentlich schon reichen. Ach, 80 ist okay, der kann wieso nur 80 fahren wegen der
So, Signale. Er muss prüfen, ob die Richtung frei ist. Und er muss die Richtung prüfen. Dann müssen wir jetzt im Weg einer Linie kann die Einheit schon an Linie führen. Nutzen ihre Hupe. Ne, wir nehmen den hier. Okay. Er ist automatisch umgesprungen. Ich muss keinen Wegpunkt haben. Alles klar. Dann fahrt sich 14. Zack, fertig. Ich habe halt keine Ahnung. Der wird hier aus dem Zugdepot schätze ich rauskommen. Oder ploppt der irgendwie einfach im Bahnhof auf? Da haben wir noch ein Zugdepot. Oh, und der ist aus dem hier rausgekommen. Oh, okay. Da muss der jetzt halt eben warten. Aber das geht hier auch dann hier auf das Gleis. Okay, ist zwar nicht ganz so sinnig, aber okay. Jetzt kommt auf alle Fälle. Sollte jetzt auf alle Fälle genug Plastik ankommen. Also wenn jetzt nicht mehr genug Platz ankommt, ja, der pimmelt halt jetzt hier rum. Oh, und alles muss jetzt, hier muss alles auf den blöden Zug jetzt warten. Das ist ja nur einmalig. Wie sieht's hier aus? So. Da könnte man, wie gesagt, bald mal überlegen. Aber eine Baustelle nach der anderen. So, wo ist der Zug jetzt? Der ist hier. Nichts abgeladen. Der andere ist hier. Weil da verschwindet halt jetzt schon wieder Plastik. Aber die Produktion ist voll hochgefahren. Ich könnte. Der Zug ist jetzt vielleicht auch was zu lang. So. Der Zug ist jetzt da. Wird jetzt hier vorne sofort kurz. Muss gar nicht warten. Ah, doch. Eben. Leicht kurz. Momentchen. Naja, ein kleines Momentchen muss der warten. Aber das ist okay. In der Zeit können die hier ordentlich noch produzieren. Da kommt der Zug. Alles klar. Da kommt jetzt der Zug an. Und die haben schon wieder kein Plastik. Die Produktion ist auf gute 200 hochgegangen. Was hier noch nicht so wirklich angekommen ist. Sieht aber gut aus. Nur ab wann ist so eine Station halt auch nicht mehr wahr? Warte, ich habe was gelernt, wenn ich die ausbaue. Sind die Stationen nicht so schnell überfordert? Ich muss die Station. Wie baue ich denn so ein Bahngleis aus? Geht ja nicht. Aber hier. Nur, dass er es auf die andere Seite packt. Schade. So. 1 Milliarde. Wir haben 1 Milliarde und deswegen würde ich gerne nochmal. Wo habe ich nochmal meinen. Oh, habe ich das nicht irgendwie hier platziert?
da mein Hauptquartier angucken, hat sich, soweit ich sehen kann, nichts getan. Ja, 1 Milliarde und immer noch so ein Bütchen. Okay, wir haben 1941 inzwischen. Da ist das doch schon mal was Ansehnliches, obwohl hier diese Häuser deutlich moderner aussehen. Die sehen nicht, aber die sehen nicht aus wie aus den 40ern, das sieht eher aus wie 60er Plattenbau, aber ich habe keine Ahnung. So. Jetzt. So, das heißt, Güterplattform. Aber trotzdem noch überlastet. Ich baue noch mal einen dran und noch mal einen dran. Das sieht zwar kacke aus, aber ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwo hatte ich das gelesen, dass das helfen soll. So, da kommt wieder Plastik. Jetzt haben wir es auf alle Fälle. Sollte das hier dort. Ja, guck mal, 70%. Okay. Uiuiui. Ich sehe gerade, die Folge ist schon fast 27 Minuten sofort lang. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao.